Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Purpur. Heute geht es in die nächste Stadt, nach Moldrit. Und wahrscheinlich auch dementsprechend in die erste Arena. Na, hast du Spaß am Kämpfen? Ich bin hier von der Pokémon Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Du hast in der südlichen Zone 2 gegen 8 Trainer gewonnen. Dafür bekommst du von Pokémon Liga diesen fantastischen Preis. Aioras, hat man den nicht schon im letzten Part angesprochen oder war es woanders? Auf jeden Fall, Aioras ist mega cool. Krieg ich vielleicht noch mehr? Weil ich noch mehr? Okay, mehr kriege ich nicht. Stimmt, den hatten wir vor der Akademie mal angesprochen. Stimmt, ich erinnere mich. Aioras ist mega cool. Könnte Firebird tatsächlich erlernen. Allerdings, aktuell können wir Aioras nur einmal einsetzen. Ich würde vielleicht Aioras jetzt noch nicht unbedingt mit reinnehmen. Wir haben ja, glaube ich, Pixar aktuell drin. Daher, ja, ist erstmal in Ordnung. Mal gucken, wie groß die Stadt ist. Wir werden sie kurz schnell erkunden. Wirklich schnell. Und dann geht's in die Arena rein. Das hier ist Moldrit, ein herzhaft klangschöner Name. Habe ich nicht recht? Klingt so, wie eine Olive schmeckt. Sehr, sehr cool. Und hier gibt's mal wieder Läden. Und lass mich raten, das sind Läden, die wir schon kennen. Ja, klar. Klar, 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 klar. Aber gut, ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe nichts anderes erwartet. Und da gibt es auch irgendwas für Sandwiches. Ah, wieder. Okay, okay. Ja, es ist leider dasselbe. Ich werde in die Läden hier nicht mehr reingehen. Und das ist halt auch wahrscheinlich etwas, was wir schon hatten. Ja, Eis. Hatten wir auch schon. Genau dasselbe Eis. Okay, gut. Dann werden wir so ein bisschen herumlaufen und einfach Leute ansprechen, die ich ansprechen kann. Ganz einfach, was machst denn du hier? Mit dem Pokémon-Spiel? Ist ja cool. Kulla, kulla, kulla. Da Hunde hüllen sich in einen Feenknollen, um sich vor Feinden zu schützen. Okay, cool. Kann ich hier in dieses Haus hinein? Natürlich nicht. Natürlich kann ich hier nicht in dieses Haus hinein, ist ja klar. Dementsprechend auch nicht in dieses Haus. Da, oh, ein Pool. Ist das? Ich kenne das Pokémon. Irgendwo, ja. Ist das nicht aus der 5. Gen? Genau, wie Vivillon. Das ist aus der 5. Gen oder 6. Gen. Ich glaube aber 5. Ich habe gehört, dass Vivillon je nach Habitat ganz anders aussehen soll. Da fragt man sich doch, woher es eigentlich ursprünglich kommt. Es sieht immer unterschiedlich aus. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ich glaube, das da hinten ist die Arena dann. Da gehen wir dann auch rein. Auf der Karte sehen wir auch ein Ziel, dass wir da halt auch hin müssen. Wie gesagt, da gehen wir dann gleich hin. Also, diese Leckereien hier bei der Konditorei Mokorossi sind wirklich ein Gedicht. Kein Wunder, dass sie so beliebt sind. Ach, ist bestimmt wieder dasselbe wie sonst auch. Bedeutet, gucke ich nicht rein. Hier geht's hoch. Wo geht's denn dahin? Auch wieder so ein paar Pokémon. Ist ja interessant. Ist hier jemand am Reden? Nein, 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 nein. Vielleicht hier oben. Nee, alle am Essen. Ah, nee, du bist hier am Reden. Von hier aus kann man sich bei einem Tässchen Tee packende Arena-Kämpfe anschauen. Echt, von hier aus? Ist ja krass. Das ist ja wirklich... Ach so! Ach so! Oh! Okay! Heißt das, der Arena-Kampf wird da ausgetragen dann am Ende? Mal gucken. Ich bin richtig dolle gehypt. Ich bin richtig dolle gehypt auf den ersten Arena-Kampf. Ich kenne auch die Arena-Kämpfe ungefähr aus Schwert und Schild. Ja. Oh, du hast eine gelbe Schrift. Du hast vielleicht auch was. Angeblich kann diese Blume von Flabébé ganz unterschiedliche Farben haben. Hast du eines? Würdest du gegen meins Nom-Nom tauschen? Farbe ist mir auch egal. Ich habe leider keins. Flabébé von Pokémon X und Y. Hatte da in der Story auch eine große Bedeutung, das Pokémon. Eine, ja, sehr tiefgründige Bedeutung. War damals eine sehr, sehr coole Story. Sehr, sehr coole Story in X und Y. Da hinten ist noch ein Item, das will ich natürlich haben. Und dann sind wir hier am Pokémon Center. Das ist allerdings ein Pokémon Center für das nächste Gebiet, wo ich jetzt natürlich noch nicht hin möchte. Sonst bin ich so gut wie am Ende angekommen. Dann können wir direkt reinlaufen in die Arena. Du hast hier vielleicht noch was zu sagen, genau. Mit diesem Laster verfrachten wir unsere Oliven. Zur Endezeit ist also immer mächtig was los. Ist auch mal cool, in einem Pokémon-Game so richtige Fahrzeuge zu sehen. Hat man, glaube ich, sonst bisher nicht so wirklich... Ja gut, vielleicht ein Schwert und Schild, das kann natürlich sein. Kann man hier vielleicht rein? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also eine Stadt, wo man in kein einziges Haus rein kann. Gab es das jemand schon mal zuvor? Dass es Dörfer oder Städte gab, wo man in kein einziges Haus rein konnte? Und ich lasse hier jetzt nicht den Laden am Anfang zählen. Wo man Schinken und so kaufen konnte. Weil da konnte man trotzdem
Ja, man konnte zwar durch die Tür, aber so richtig rein konnte man da nicht. Okay, ich würde sagen, jetzt geht's in die Arena. Da warten schon zwei Leute davor. Da sind wir. Was werden da für Rätsel auf uns warten? Und schöne Einblendung, ja. Hier in Moidrit ist das Olivenerntefest im vollen Gang. Die Arena-Prüfung ist übrigens ganz offiziell Teil der Festlichkeiten. Die Arena-Leiterin der Moidrit-Arena ist niemand anderes als die kämpfende Konditorin Ronar. Lass dich nicht von ihrer zuckersüßen Erscheinung täuschen und bleib lieber wachsam. Okay, laut Icon soll das eine Käfer-Arena sein. Gegen Käfer hätten wir ja ein bisschen was. Da gucken wir jetzt mal rein. Oh, ich bin so gespannt. Fast eine Woche jetzt nicht aufgenommen. Bedeutet, die ganze Zeit aufgewartet, dass ich endlich weiter aufnehmen kann. Hey, Dennis! Du bist also zu dieser Arena gekommen. Heißt das etwa, was ich denke, dass es heißt? Du willst die Arena-Ohren sammeln und dich der Pokémon-Liga stellen? Natürlich! Super! Ich wusste es. Gut, dass ich dir es vorgeschlagen habe. Bevor du gegen eine Arena-Leiterin oder einen Arena-Leiter antreten darfst, musst du erst noch die Arena-Prüfung meistern. Diese Prüfung verläuft in jeder Arena anders, also informier dich am besten beim Empfang. Hier, die sind für dich. Denk an mich, wenn du deine Pokémon damit heilst. Oh, das, die nehme ich gerne, danke. Ach, jetzt freut mich total, dass du auch Champ werden möchtest, Dennis. Ich kann es kaum erwarten. Also dann, halt dich ran. Ich bin zu hibbelig. Am besten kämpfe ich derweil einfach gegen die Trainer, die es hier gibt. Ah, das habe ich schon getan. Pass auf, dass du nicht aus Versehen ein Olini umherrollst, weil du es für einen Olivenball hältst. Das wäre natürlich nicht so gut. Ich werde mit meinen Pokémon antreten, die stark gegen Käfer-Pokémon sind und eine gnadenlose Offensive fahren. Okay, dann zur Arena-Prüfung. Ich bin gespannt. Willkommen in der Arena von Moidrit. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer registrieren. Dein Name ist Dennis, sagst du? Yep. Bevor du dich mit Arena-Leiterin Runa messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Diese Aufgabe wird es sein, am Olivenrollen teilzunehmen. Der Olivenanbau spielt eine bedeutende Rolle hier in Moidrit. Seit Generationen veranstalten wir daher das Olivenerntefest, um eine reiche Ernte zu erbitten. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du einen Ball, der eine Olive nachempfunden ist, ins Ziel rollen. Wenn dir das gelingt, werden wir nächstes Jahr sicher mit einer reichen Olivenernte belohnt. Wende dich für Details bitte an das Personal vor Ort. Dein Austragungsort ist das Olivenrollen nördlich der Stadt. Ich markiere ihn für dich auf deiner Karte. Viel Erfolg. Ein bisschen aber, glaube ich. So ein bisschen so Erntedankfest und so, aber ja, nehmen wir trotzdem. Machen wir. Ich freue mich drauf. Nördlich der Stadt. Das heißt in diese Richtung. Weil da ist Norden laut Karte. Würde ich mal schätzen. Ja, genau. Da wird es mir schon angezeigt. Gut, hier in diesem hinteren Gebiet war ich tatsächlich ja noch bisher noch gar nicht. Aber werden wir später nochmal genauer erkunden. Wir werden eh nicht alles schaffen, richtig hundertprozentig zu erkunden, weil es halt so viel ist. So, bist du hier? Ja, du bist hier Personal. Willkommen am Austragungsort für das Olivenrollen. Bei dieser Arena-Prüfung musst du einen riesigen Olivenball bewegen, indem du ihn kräftig anstößt. Hier geht es also um Muskelkraft und Ausdauer. Ausdauer habe ich, aber Muskelkraft eher weniger. Bewältige die verschiedenen Hindernisse und befördere den Olivenball ins Ziel. Gelingt dir das, hast du bestanden. Möchtest du dich an dieser Arena-Prüfung versuchen? Ja. Großartig, dann sprich den Wunsch nach einer reichen Ernte aus und bring den Ball mit aller Kraft ins Rollen. Jetzt bin ich gespannt. So. Da ist das Ziel. Alles klar. Ach du Heilige, das ist ja ein großer Ball. Okay, ich habe mit sowas Kleinem gerechnet. Weil Oliven sind ja nicht gerade so groß. Okay. Dann machen wir. Gibt verschiedene Wege. Okay. Dann einfach so. Zack. Ja, moin. Okay. Das finde ich interessant. Also ich freue mich auf diese Prüfungen. Soweit ich mich richtig erinnere, ist halt schon wieder ein bisschen her, war das in Schwert und Schild ähnlich, dass es da auch Prüfungen gab. Und hier gibt es Trainer. Aha! Wenn ich die besiege, kann ich Abkürzung nehmen. Okay, nehmen wir. Ich vermute ja, dass bald so manche Teammitglieder sich bald entwickeln. Daher ist jedes bisschen Training auch sehr, sehr wichtig. Giosali habe ich noch vorne. Ja, Zerpeise. Kann Zerpeise Pflanzenattacken? Ich hoffe, nein. Und ich weiß ja jetzt seit letzten oder vorletzten Part, dass Stein sehr effektiv ist. Machen wir also mal Katapult. Okay, macht Tackle, das macht nicht viel Schaden.
Weil jetzt habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, was wird hier in der Arena so drankommen? Heißt, ja, wird das so sein wie in den alten Generationen, dass man einfach irgendwie hier langläuft und dann gegen Trainer kämpft? Oder halt, ja, was ganz anderes. Und es ist dann so ein bisschen wie früher, aber halt verbessert, weil man noch diese Prüfung bestehen muss. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Davon bin ich ein Freund. Finde ich super. So. Oh, gleich 4 Level-Ups, ihr meinen. Steinpolitor. Kann, warte, was macht das? Initiative erhöhen? Oder war es irgendwas mit Verteidigung? Nee, Initiative-Wert wird stark erhöht. Die Initiative wird von Geosali eh ordentlich gepusht. Daher würde ich fast sagen, lassen wir mal Steinpolitur weg. So, Biss will noch erlernt werden, okay. Wer möchte? Mobtiff möchte Biss erlernen. Ist so oder so ein Unlicht-Pokémon, also Stärke 60, nehmen wir rein. Standpauke würde ich gerne mal drinnen lassen. Weil kann Spezialangriff des Gegners senken. Und Clownwetzer lasse ich auch mal drin. Ich pack mal vielleicht Grimasse mal raus. Genau, ich pack mal Grimasse raus. So. Charlotte ist besiegt. Auch leider nur ein einziges Pokémon, aber okay. Auf jeden Fall können wir jetzt da die Abkürzung nehmen. Ich möchte so oder so in den Arenen. Möchte ich so oder so gegen jeden Trainer kämpfen. So weit möglich. Das wäre schon ganz cool. Daher würde ich mal sagen, gehen wir mal hier lang. Oder hätte ich gegen sie hätte ich hier gar nicht mal durchgemusst, aber sie hatte ja irgendwas von der Abkürzung gesagt, daher. Und irgendwie ist das jetzt so ein bisschen. Was machst du denn? Wo geht's denn noch lang? Da ist schon mal ein weiterer Trainer. Daher würden wir mal sagen, bekämpfen wir den mal. Allerdings würde ich mal vielleicht mal wechseln. Und zwar mal Brownie. Obwohl bei. Nee, ich bleib mal bei Geosali, weil Elektro bei Käfer. Ah, ist jetzt nicht das Wahre, sag ich mal. Und Firebird brauche ich dann für einen Arenaleiter. Blutzug, okay. Könnte vielleicht Käfergift sein? Ich mache erstmal meinen Katapult natürlich. Superschall, nee. Verwirrung. Komm, greif an, greif an, greif an. Und? Yes, yes. Ah, auch sehr effektiv, sehr schön. Dann probieren wir es nochmal. Was? Oh nee, jetzt macht er Aussetzer ernsthaft. Kann ich nicht mehr einsetzen jetzt. Jetzt ist eh noch die Verwirrung. Achso, Verwirrung hat jetzt eh keine Chance, dadurch, dass ich nicht mal die Attacke einsetzen kann. Und jetzt gibt es mir noch einen Giftpuder, ernsthaft. Ist das denn ernst? Das bestätigt meine Vermutung, dass es eventuell Gift ist. Jetzt ist noch die Verwirrung. Okay. Ach, da kam jetzt keine Animation, dass wir verwirrt sind. Ach so, okay. Gut, besiegt. Natürlich hat der Trainer auch nur ein einziges Pokémon. Ist ja klar. Naja, das war nix. Oh, das Geld, das brauche ich auch unbedingt. Hier ist ein bisschen Geld sehr, sehr wichtig. Es ist inzwischen Nacht geworden, tatsächlich. Finde ich cool. So, ich werde mal kurz die Vergiftung mal heilen. Und zwar Beute. Wir haben bestimmt ein Gegengift irgendwo. Ja, da. Och, wir haben sehr viel Gegengift. Ja, Mann. Alles schon so auf den Routen gefunden, generell. Einkaufen brauche ich aktuell nicht, würde ich mal sagen. So, Pokédex wurde aktualisiert. Ich guck mal gerade, ob ich noch ein paar Trainer vielleicht ausgelassen habe. Warum geht's da hinten hoch? Ist da vielleicht der Arenaleiter? Das könnte natürlich sein. Wohin? Hier ist eigentlich das Ziel. Hier ist das Ziel. Dann packen wir mal die Olive mal hier ins Ziel rein. Ja, cool. Okay, okay. Oder vielleicht kommt jetzt noch eine zweite Stage. Das kann natürlich sein. Okay, ist bestanden. Ja gut, war ja auch die erste Prüfung. Also von daher alles gut. War ganz cool. Ja, und hätten wir die zwei Trainer nicht besiegt, hätten wir irgendwie außen rumlaufen müssen oder so. Würde ich mal schätzen. So, dann wollen wir mal. Bald. Es ist so, danke. Danke. Dank dir durften wir uns wohl auch im nächsten Jahr auf eine reiche Ernte freuen. Habt ihr nur einen Arena-Challenger pro Jahr? Oder macht ihr jedes Jahr, jeden Tag ein Erntedankfest, dass jetzt nur ein
an einem Tag im nächsten Jahr dann wohl eine reiche Ernte ist oder... Ach, keine Ahnung. Du hast die Arena-Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Bisschen unlogisch halt deswegen, weil das sieht so aus, als würden die nur einen Challenger pro Jahr haben. Und dann hatte ich jetzt das Glück, dass ich jetzt die Chance hatte. Bitte sag am Empfang der Arena Bescheid, wie deine Prüfung ausgegangen ist. Viel Erfolg beim Kampf gegen die Arena-Leiterin. Machen wir natürlich jetzt noch. So, dann wollen wir mal Bescheid sagen. Hallo Dennis, deine Olivenrollen scheint ja ein voller Erfolg gewesen zu sein. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserer Arena-Leiterin stellen. Möchtest du die Arena-Leiterin Rona, die honigsüße Käferkönigin, herausfordern? Japp. Kann ich jetzt eigentlich noch meine Pokémon mal wechseln oder kann ich das jetzt nicht mehr? Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Kann sein, dass ich das jetzt nicht mehr kann. Aber gut, dann fangen wir mit unserem Gesteins-Pokémon an. Mit Geosali. Ist in Ordnung. Haben wir ja auch sehr gute Effektivität. Und jetzt endlich mal ein Kampf, wo der Gegner mindestens zwei Pokémon hat. Am besten wären ja schon so 3 bis 4. Ich denke mal, die Arena-Leiterin wird 3 Pokémon haben. Und tatsächlich kämpfen wir jetzt hier oben. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Das ist sie wohl. Ist schon auf, mein liebes kleines Vivillon. Na, wen haben wir denn da? Du bist ja aber ein entzückender Trainer. Vielen Dank für deine Hingabe beim Olivenrollen. No, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Rona, die Inhaberin der Konditorei Moco Rossi. Ach, Moment, wir sind ja hier auf dem Kampfplatz der Moldrit Arena. Verzeihung, ich bin Rona, die Arena-Leiterin hier. Wenn ich nicht meine Pflichten in dieser Arena nachgehe, arbeite ich als Konditorin und kreiere süße Leckereien. Ich kann ja wegen Erntedank und so ja nur einmal pro Jahr kämpfen. Daher brauche ich einen Nebenjob. Was haben Süßigkeiten, die dich mit einem Bissen glücklich machen? Und Käfer-Pokémon, die sich in Pflanzen verstecken, gemeinsam. Beide mögen klein sein, können aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bleib standhaft, sonst hauen wir dich aus den Socken. Okay. Auch ein bisschen Publikum. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Natürlich, unsere Fanbase ist jetzt noch nicht so groß. Das ist unser erster Arena-Kampf. Aber ich fände es cool, wenn die Fanbase von Mal zu Mal größer wird. Das wäre sehr, sehr cool. Mikrik. Der ist ein Mikrik. Was ist das für ein Pokémon? Kenne ich nicht. Keine Ahnung. So, ich habe bald ein Problem, wenn ich die für süß und ungefährlich halte. Naja, für ungefährlich halte ich die nicht. 3 Pokémon hat sie tatsächlich, finde ich sehr, sehr gut. Die Terra-Kristallisierung. Warte, ich will mal kurz was gucken. Welche Terra-Kristallisierung hat Firebird? Bitte nicht normal, bitte. Oh, er hat Normaltyp als Terra-Typ. Das heißt, es wäre eigentlich schon am klügsten, die Terra-Kristallisierung direkt bei ihmchen hier einzusetzen. Sonst machen andere Terra-Kristallisierungen eher weniger Sinn. Da machen wir direkt am Anfang eine Terra-Kristallisierung. Sie kann bestimmt auch eine einsetzen, da müssen wir aufpassen. Aber ich denke mal, es ist wirklich am sinnvollsten, direkt am Anfang mit Terra-Kristallisierung reinzugehen. Solange ich Geosali auch noch schön verwenden kann. Natürlich, wenn jetzt das gegnerische Pokémon einen Zweityp hat, der für mich nachteilig ist, dann habe ich ein Problem. Könnte Wasser auch noch sein, weil es so blau ist. Weiß ich nicht. Ja, gucken wir mal. Oh, es ist Kampf. Aber wir halten das gut durch. Wir halten das sehr, sehr gut durch. Vielleicht auch wegen der Terra-Kristallisierung. Wenn es Kampfkäfer ist, dann hätte ich natürlich sowas von zu Dings wechseln können. Aber guck mal, wie viel Schaden das macht. Sehr schön. Ja, wird wahrscheinlich Kampfkäfer sein, würde ich mal schätzen. Okay, nice. Zweimal Level 14. Tarunde. Haben wir schon gesehen. Tarunde haben wir gesehen schon mal. Ich bleibe natürlich noch bei Geosali, weil Terra-Kristallisierung. Komm, das hat so gar keine Chance. Und bam. Okay. Das ist bisher krass. Das erste Pokémon hätte uns, ist ja die Ursa? Ein Normal-Pokémon? Okay, normal ist gegen uns nicht sehr effektiv. Oder hat das jetzt eine neue Form bekommen? Hier in Paldea. Nee. Ist doch ganz wahrscheinlich Terra-Kristallisierung Käfer, würde ich mal schätzen. Machen wir mal Katapult. Ja, jetzt macht sie Terra-Kristallisierung. Ich würde mal schätzen Käfer.
Weil sonst würde Teddiosa hier nicht drankommen. Aber jetzt ist somit natürlich meine Gesteinsattacke dann sehr effektiv, würde ich mal schätzen, oder? Oder ist das jetzt eine Pflanze? Ne, es ist Käfer. Es ist grün, aber ich würde mal schätzen, es ist Käfer. Ja, Käferverziehungen. Alles klar. Auch schöne Musik. Oh, die Zornklinge. Die wird von Mal zu Mal stärker. Hat mich jetzt aber nicht down bekommen. Also zack, Katapult und dann könnten wir es haben. Nee, haben wir nicht. Problem ist, Geosali ist beim nächsten Mal down. Das heißt, ich muss jetzt zu Firebird rübergehen. Ich möchte Geosali leider nicht... was heißt leider? Ich möchte Geosali nicht opfern. Wir sind zwar nicht in der Nuzlocke, aber ich möchte, dass er halt trotzdem ein paar EP oder so bekommt. Das wäre schon ganz gut. Jetzt kommt die Zornklinge, wird natürlich jetzt trotzdem stärker sein. Okay, wunderbar. Das halten wir noch sehr, sehr gut durch. So, was machen wir? Piekser oder Glut? Ich gehe mal... Was ist denn stärker? 35, 40. Dann gehe ich mal auf Glut. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob unser Spezialangriff höher ist. Oh, nee. Das macht sehr wenig Schaden. Oh, oh. Das hat mich sofort auch besiegt. Ich dachte, ein Hit halten wir noch durch. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Lori kann ich auf keinen Fall einsetzen. Ah, Unlicht. Käfer auf Unlicht. Warte, was war Käfer auf Unlicht? War nicht Käfer auf Unlicht sehr effektiv sogar? Hm. Ich würde mal fast sagen... Ich gehe mal zu Bauni, versuche mit ihm irgendwie durchzuhalten und heile mal Geosali. Mein Plan sieht wie folgt aus. Geosali hat Robustheit. Wenn ich ihn komplett heile und dann gleich einwechsle, dann halten wir da einen Hit durch, weil jetzt diese Zornklinge macht mir halt jetzt so ordentlich Sorgen. So, füllt um 60 KP auf, also zack. Dann muss ich halt jetzt dann doch mal ein Pokémon leider opfern. Ah, da bin ich jetzt so froh, dass ich Geosali halt nicht, ja... besiegen lassen habe. Oh, Brownie hat so überlebt. Ah, oh, war ein Volltreffer, okay. Ich muss ihn halt jetzt trotzdem opfern. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ich könnte gucken, dass er vielleicht paralysiert wird mit Schlecker. Das probiere ich mal. Komm, Paralyse, Paralyse. Ah, leider nicht. Brownie, du hast dein Bestes gegeben. Hätte natürlich jetzt auch mit Biss mal angreifen können. Hätte vielleicht gereicht, weiß ich halt nicht. Danke, Brownie. Also das dritte Pokémon hat dann jetzt hier doch nochmal ordentlich Probleme gemacht. Noch sind wir nicht am Ende. Noch sind wir nicht am Ende. Aber ich glaube, Robustheit, das wird schon, das wird schon. Die Terra-Kristallisierung ist noch... Ach so! Ich dachte, wenn ich auswechsle, dann ist die auch weg. Das ist ja interessant. Okay. So, Zornklinge. Mal gucken, wie viel Schaden das jetzt macht. Ja, komplett. Hätte mich gekillt, hätten wir keine Robustheit. Robustheit ist dann doch ganz gut. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich glaube, Robustheit, ja, selber gebraucht habe. Wow, sehr cooler Kampf. Und sehr schwerer Kampf, ja, doch. Hätten wir nicht Geosali gehabt. Na gut, mit Firebird, aber Firebird ist jetzt nicht so stark. Daher, da hat Geosali doch schon einen sehr guten Job gemacht. Ruckzuckhieb möchte Lori noch erlernen. Ich glaube, er hat noch Kratzer drin. Okay, Ruckzuckhieb ist genauso stark, aber... Da macht natürlich Ruckzuckhieb einfach mehr Sinn. Können wir Erschlag und so ausnutzen. Sehr gut. Und Rona ist besiegt. Unser erster Orden. Meine süßen Pokémon können nur noch auf ihren vielen Beinchen von dannen kriechen. Sogar während des Kampfes wächst deine Kraft wie ein guter Hefeteig. Ich selbst muss mich wohl noch weiterentwickeln. Mein allersüßesten Glückwunsch. Du hast gewonnen. Ich bereiche dir diesen Arena-Orden als Zeichen dafür, dass du mich besiegt hast. Hier, gönn dir ruhig auch mal selbst diese gebackenen Leckerei à la Rona. Was kriegen wir Schönes? Sind das Muffins? Oh, lecker. Lecker. Hätte ich Bock drauf. Aber cooles Foto. Das ist ein cooles Foto. Gefällt mir. Wenn du einen Arena-Ohren hast, lassen sich Pokémon bis Level 25 leichter fangen und gehorchen dir. Die Leckerei scheint dir ja gut geschmeckt zu haben. Möchtest du zum Nachtisch noch eine TM?
Anspringen kenne ich nicht. Der Anwender greift an, indem er das Ziel anspringt. Dadurch sinkt auch die Initiative des Zieles. Keine Ahnung, wie stark das ist, welchen Typ. War etwas Grünes, also vielleicht Pflanze oder Käfer. Ja, Käfer wahrscheinlich. Wusstest du, dass du mit deiner TM-Maschine mehr von den TMs herstellen kannst, wie du während deines Abenteuers erhalten hast? Nee, die Honig. Achso, die, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja Aeroas heute im Part erhalten. Heißt das, ich könnte jetzt in der TM-Maschine Aeroas herstellen, vorausgesetzt, ich habe die Materialien? Okay, das ist cool. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Da würde ich sagen, da gucken wir im nächsten Part dann direkt mal zur TM-Maschine mal nach oder rein, wie auch immer. Für uns geht es dann im nächsten Part nämlich weiter. Mal gucken, ob da jetzt noch irgendeine Szene kommt. So. Bring. Ja, mein Telefon geht. Wow. Hallöchen, Dennis. Meine Pokémon haben ja ein paar richtig coole neue Attacken gelernt. Da wirst du Augen machen. Wie lief es denn bei dir in der Arena? Oh ja, ein voller Erfolg. Juhu, Glückwunsch. Ich wusste, du hast es drauf. Mann, ich bin so froh, dass ich dich dazu ermutigt habe, Dennis. Ich bin aber auch überall und jederzeit schwer am Trainieren, musst du wissen. Die Paldea-Region ist ziemlich groß. Deshalb würde ich dir empfehlen, immer die Karte im Blick zu behalten und dir ein Ziel zu setzen. Aber lass dich ruhig mal vom Wind treiben. Jenseits ausgetriebener Pfade kann man tolle Abenteuer erleben, die einen stärker machen. Da fällt mir ein, was Pepper wohl gerade so treibt. Naja, ich muss los. Tschüss. Lass uns nochmal kämpfen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Ja, bis dann. Alles klar. Gut, und da steht auch, eine neue TM kann ich jetzt bei der TM-Maschine herstellen. Okay, gut. Ich kann hier die Kamera so ein kleines bisschen bewegen, aber nicht so wirklich. Wow. Alles klar, dann geht's im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Und tschüss.